Hallo, willkommen zur Syntaxvorlesung Woche 4. Woche 3 war ja wieder eine Anleihe aus der Morphologie-Vorlesung. Jetzt geht's aber wirklich nur noch um Syntax und nicht mehr um Schnittstellen. Wir reden heute über Konstituenten und Satzglieder. Wie immer der Überblick. Es wird um Konstituenten und Phrasen gehen. Zuerst diskutiere ich, warum und wie wir syntaktische Analysen überhaupt durchführen. Dann wird es darum gehen, wie wir syntaktische Generalisierungen formulieren können. Wir werden überlegen, wie man größere und kleinere Teilstrukturen von Sätzen, vor allem die sogenannten Konstituenten, identifizieren kann. Und damit fangen wir gleich an mit dem Konstituenzbegriff. Wenn wir uns überlegen, wie wir in der Syntax Generalisierungen aufstellen wollen, das wären ja eigentlich immer Generalisierungen darüber, wie Sätze aufgebaut sind. Sätze und kleinere Einheiten. Ja, das ist die Aufgabe der Syntax. Dazu brauchen wir auf jeden Fall Wortklassen. Die Wortklassen haben wir unter anderem eingeführt, um syntaktische Generalisierungen ausdrücken zu können. Und wir fangen jetzt mal ganz naiv an und überlegen uns, wie man einen Satzbauplan angeben könnte, wie man sagen könnte, was ein Satz des Deutschen ist. Und wir fangen an mit einem ganz einfachen Satz. Ein Snookerball ist eine Kugel aus Kunststoff. Sie werden zustimmen, dass das ein Satz des Deutschen ist. Das heißt, unsere Grammatik muss ihn beschreiben. Die Syntaxkomponente unserer Grammatik muss eine Regularität anbieten, nach der dieser Satz als Satz des Deutschen klassifiziert wird und andere Sätze eben nicht. Und jetzt könnten wir ja sagen, na gut, um da eine Verallgemeinerung reinzukriegen, sagen wir, naja, das ist ein Satz, der besteht aus so und so vielen Wörtern und die Wörter haben eine bestimmte Wortklasse. Ja, ein ist ein Artikel, Snookerball ist ein Substantiv, ist ein Kopularverb. Eine ist ein Artikel und so weiter. Und dann sagen wir, okay, es gibt einen Satzbauplan für das Deutsche. Artikel, Substantiv, Kopularverb, Artikel, Substantiv, Präposition, Substantiv. Wenn Wörter von diesen Wortklassen in einer solchen Reihenfolge auftreten, ist das ein Satz. Dann hätten wir einen Satzbauplan spezifiziert. Na gut, es wird halt mehrere Satzbaupläne geben fürs Deutsche. Ja, wie weit kommen wir denn mit diesem Ansatz? Auf jeden Fall haben wir es hier mit einer flachen Beschreibung zu tun. Das heißt, es gibt eigentlich in diesem Satzbauplan, den ich Ihnen eben vorgeschlagen habe, keine Hierarchie. Und solche flachen Strukturbeschreibungen sind extrem ineffizient. Ich habe mal vor Jahren in einem bekannten Korpus, also einer Textdatenbank des Deutschen, und das hatte damals 1 Milliarde Wörter ungefähr, es hat inzwischen viel mehr, alle Sätze gesucht, die diesem Satzbauplan, den ich da eben so tentativ vorgeschlagen habe, entsprechen. Also Sätze, die eine Folge darstellen von einem Artikel, gefolgt von einem Substantiv, einer Kopula, einem Artikel, einem Substantiv, einer Präposition und einem Substantiv. Joa, da kam Folgendes raus. Die Verlierer sind die Schulkinder in Weyerbusch. Die Vienne ist ein Fluss in Frankreich. Ein Baustein ist die Begegnung im Beimspiel, Entschuldigung. Das Problem ist die Ortsdurchfahrt in Großsachsen. Sie sehen, wenn wir das jetzt genau nachvollziehen würden, würden wir tatsächlich feststellen, ja, das sind genau Folgen von Wörtern, die in diese Wortklassen fallen. Das war es aber schon. Diese 4 Sätze sind alle Sätze, die exakt genau diesem Bauplan entsprechen. Das heißt, wenn wir dieses ganze Korpus beschreiben wollten mit solchen Generalisierungen, dann würden wir sehr viele verschiedene Satzbaupläne brauchen. Ja, denn wir haben von dieser 1 Milliarde Wörter ja hier gerade mal 2, 3, 4 Handvoll Wörter erklärt, syntaktisch. Nicht viel. Was wir wollen eigentlich in der Syntax, ist viele ähnliche Strukturen möglichst effizient auf einmal zu beschreiben. Und dann sehen wir, es gibt viele Strukturen, die ähnlich sind auf einer bestimmten Ebene, wie genau diese Abfolge hier, die ist jetzt hier einfach nochmal wiederholt, aber die nicht genauso aussehen.
Dieses Endspiel ist eine spannende Partie. Eine Hose war eine Hose. Sieger wurde ein Teilnehmer aus dem Vereinigten Königreich. Lemmy ist Ian Kilmister und ich habe vergessen, das zu war Ian Kilmister zu ändern. Diese Sätze sind auf einer ganz bestimmten Strukturebene gleich aufgebaut. Ja, und zwar gleich wie der Satz, ein Snookerball ist eine Kugel aus Kunststoff. Wir haben eigentlich eine strukturell sehr große Ähnlichkeit. Sie bestehen jeweils aus drei Konstituenten, aus drei Bestandteilen. Und die Konstituenten haben halt intern eine teilweise abweichende Struktur. Dieses Endspiel, eine Hose, Sieger, Lemmy. Und auf der anderen Seite eine spannende Partie, eine Hose, ein Teilnehmer aus dem Vereinigten Königreich, Ian Kilmister. Diese hier eingeklammerten Satzteile, die Konstituenten, müssen schon allein deshalb intern unterschiedlich strukturiert sein, weil sie nicht dieselbe Wortanzahl haben. Ja. Das heißt, das kann schon mal nicht dieselbe Struktur jeweils sein. Trotzdem haben sie in diesen Sätzen eine gleiche Funktion und besetzen auch gleiche Positionen in der Struktur. In der Mitte haben wir immer ein Kopularverb, sein, bleiben oder werden. Und davor etwas, naja, es sind Nominalphrasen, das sage ich schon mal, was Nominales und danach auch was Nominales. Nur eben mit intern abweichenden Strukturen. Sie verhalten sich in diesen Sätzen aber jeweils gleich. Damit kommen wir zu einem schon viel besseren möglichen Satzbauplan. Der ist auch noch vorläufig. Das wird nicht so sein, wie wir es am Ende analysieren. Nämlich wir sagen, okay, ein Satz kann aus einer Nominalphrase, einem Kopularverb und einer Nominalphrase bestehen. Dann beschreiben wir alle diese Strukturen auf der letzten Folie. Da müssten wir natürlich nur noch sagen, wie Nominalphrasen aussehen dürfen. Und auf Basis dieses Plans können wir jetzt verschiedene Analysen durchführen. Nämlich zum Beispiel, dieses Endspiel ist eine spannende Partie. Was sagt uns jetzt dieser Baum hier? Na gut, der sagt, wir haben es mit einem Satz zu tun, der besteht aus einer NP, einem Kopularverb und einer NP. Und besteht aus wird einfach angezeigt dadurch, dass in diesem Diagramm diese drei Konstituenten, Bestandteile, unter Satz hängen. Mit solchen sogenannten Ästen verbunden. Und dann sagen wir, okay, diese NP, wir wissen noch nicht genau, wie die strukturiert ist, aber es ist eine NP. Da sagen wir dann einfach Dreieck. Das heißt, okay, das ist irgendeine Struktur, die wir noch nicht genau analysieren können oder die wir in dem Moment nicht analysieren wollen, weil das vielleicht trivial ist oder gerade nicht zum Thema gehört. Das Gleiche haben wir hier hinten und in der Mitte haben wir ein Verb. Damit sind wir allein deshalb effizienter, weil wir die interne Struktur dieser NPs offen lassen. Wir beschreiben den Satz, ohne uns um die interne Struktur der NP zu kümmern. Und so funktioniert Syntax. So funktioniert Syntax, die effizient ist, die auch eine Chance hat, wirklich die gesamte Sprache zu beschreiben. Jetzt ist natürlich die Frage, was sind diese sogenannten Konstituenten? Ich habe das so im Vorbeigehen definiert. Konstituenten sind einfach Bestandteile einer Struktur. Ja, aber woher wissen wir denn jetzt, welche Konstituenten wir annehmen wollen? Dafür gibt es sogenannte Konstituententests. Die sollen uns helfen, herauszufinden, wie wir Sätze in Konstituenten unterteilen wollen oder sollen oder können, wie auch immer. Da zeige ich Ihnen jetzt gleich welche, aber Achtung, es gibt eine ganz wichtige Warnung. Diese Konstituententests sind Heuristiken. Das heißt, sie haben unerwünschte Ergebnisse in beide Richtungen. Soll heißen, manchmal sagen die Tests uns, naja, das ist eine Konstituente. Nach reiflicher, syntaktischer Überlegung kommen wir aber zu der Entscheidung, nein, das wollen wir lieber nicht als eine Konstituente behandeln. Und umgekehrt, manche Konstituenten, die wir dann, weil wir über das gesamte System nachdenken und das auch schon länger tun, viele Jahrzehnte, wollen wir als Konstituente behandeln, aber die Tests erfassen sie nicht richtig. Ja, das heißt, das sind Heuristiken, die geben uns Hinweise, aber keine Beweise. Denn es gibt auch keine wahre Konstituentenstruktur. Es gibt plausible Konstituentenstrukturen, aber das, was wir hier machen, ist eine Theorie zu bilden, wie Sprache strukturiert ist. Und das soll angemessen sein, aber was die Wahrheit ist,
Damit hat das erstmal nichts zu tun. Das sieht man auch daran, dass die Konstituenten, die angenommen werden, oft theorieabhängig sind. Also abhängig davon, welche syntaktische Theorie Linguisten verfolgen, haben sie andere Konstituentenstrukturen teilweise. Die großen Linien sind oft dieselben, aber es gibt halt Abweichungen. Und manchmal hängt es eben auch einfach, wenn ich diesen Tests, die wir jetzt gleich sehen, folge, hängt es vom Test ab. Also der eine sagt das, der andere sagt was anderes. Das Ziel bleibt eine möglichst kompakte Beschreibung aller möglichen syntaktischen Strukturen, in unserem Fall jetzt des Deutschen. Und die Tests geben uns Hinweise, aber wie wir das am Ende machen, dafür sind wir selber verantwortlich und nicht die Tests. Die Tests sollen uns helfen, eine möglichst natürliche Analyse zu bekommen. Aber was eine natürliche Analyse ist, darüber könnten wir auch sehr, sehr, sehr lange diskutieren. Kommen wir zu den Tests, einigen Tests. Der Pronominalisierungstest. Mausi isst den leckeren Marmorkuchen. Wenn wir auf diesen Satz, und zwar im Speziellen die Konstituente, den leckeren Marmorkuchen, die potenzielle Konstituente, diesen Pronominalisierungstest anwenden, dann müssen wir das, was wir auf Konstituentenstatus hin testen wollen, durch ein Pronomen ersetzen. Also in dem Fall ihn. Wenn das geht, dann besteht diese potenzielle Konstituente diesen Test und der Test würde sagen, ja, das handelt sich wahrscheinlich um eine Konstituente. Also den leckeren Marmorkuchen kann man durch ihn ersetzen in diesem Satz. Ja, dann scheint das wohl eine Konstituente dieses Satzes zu sein. Mausi isst den Marmorkuchen. Wenn ich teste, ob Mausi isst eine Konstituente ist, und zwar mit diesem Test, ja, wodurch soll ich das ersetzen? Sie den Marmorkuchen? Ja, aber dann geht mir das Verb verloren. Das funktioniert nicht. Also es gibt keinen Pronomen oder pronomenähnlichen Ausdruck, mit dem man hier Mausi isst ersetzen kann. Das heißt, Mausi isst, sagt uns dieser Test, ist keine Konstituente. Mausi isst den Marmorkuchen und das Eis mit Multebeeren. Wir testen, ob den Marmorkuchen und das Eis mit Multebeeren eine Konstituente ist. Mausi ist sie. Ich finde, ein Pronomen kann das anstelle dieser möglichen Konstituente einsetzen und damit sagt der Test, es ist eine. Wir reden hier über Pronomina. Eigentlich sind Pronominalausdrücke in einem sehr weiten Sinn gemeint. Wir können auch sowas machen wie, ich treffe euch am Montag in der Mensa. Naja, ich treffe euch dann dort. Da können wir am Montag durch dann und in der Mensa durch dort ersetzen. Das heißt, im Grunde ist das ein Test auf Ersetzbarkeit durch ein Wort. Und wenn das geht, dann ist das, was wir ersetzt haben, vermutlich eine Konstituente. Noch ein anderes Beispiel. Er liest den Text auf eine Art, die ich nicht ausstehen kann. Er liest den Text so. Da ersetzen wir auf eine Art, die ich nicht ausstehen kann, mit so oder durch so. Und damit wird das wohl auch eine Konstituente sein, sagt dieser Test. Das heißt, das war jetzt ein Test, der darauf basiert, dass wir Dinge durch einzelne Wörter ersetzen können. Okay, es gibt noch andere Tests, der Vorfeld- oder Bewegungstest. Das sind eigentlich zwei verschiedene Tests, die basieren darauf, dass wir im Deutschen das Glück haben, dass wir Konstituenten ziemlich frei bewegen können. Und wir schauen uns einfach Beispiele an. Sarah sieht den Kuchen durch das Fenster. Wir fragen, kann durch das Fenster ganz an den Satzanfang bewegt werden, vor das sogenannte finite Verb? Durch das Fenster rutscht an den Satzanfang vor sieht. Dann muss natürlich Sarah weiter nach hinten in den Satz verschoben werden. Das können wir eben im Deutschen. Das können wir in anderen Sprachen, im Englischen oder so geht das nicht. Da ist die Wortstellung starrer, die Satzgliedstellung. Hier geht das. Wenn das gelingt mit sowas wie durch das Fenster, dann sagt dieser Test, na, durch das Fenster ist jetzt hier wohl eine Konstituente. Er versucht zu essen. Zu essen versucht er. Ja, geht auch. Also wird nach diesem Test zumindest zu essen eine Konstituente sein. Sarah möchte gerne einen Kuchen backen. Einen Kuchen backen möchte Sarah gerne. Dieser Test sagt, einen Kuchen backen ist in diesem Satz eine Konstituente, weil ich
einen Kuchen backen, an den Satzanfang vor das finite Verb stellen kann. Und diese Position nennt man auch das Vorfeld. Deswegen heißt der Test Vorfeldtest. In der Schule versucht man mit diesem Vorfeldtest oft auf Satzgliedstatus zu testen. Also was man da hinstellen kann, sei ein Satzglied. Und Sie sehen schon, wenn Sie sich noch daran erinnern, einen Kuchen backen will man wahrscheinlich in der Schule gerade nicht als Satzglied behandeln. Ja, aber das ist natürlich unser Problem hier nicht, denn uns geht es erstmal nur um Konstituentenstatus und nicht um Satzgliedstatus. Wir nehmen Sarah möchte gerne einen Kuchen backen und versuchen einfach mal gerne einen nach vorne zu stellen. Gerne einen möchte Sarah Kuchen backen. Das geht nicht. Geht überhaupt nicht. Der Satz ist tatsächlich völlig ungrammatisch und inakzeptabel. Ganz klar. Ja, also ist gerne einen wohl keine Konstituente. Die verallgemeinerte Version von diesem Test ist der Bewegungstest. Da müssen wir die potenzielle Konstituente nicht ins Vorfeld stellen, sondern einfach nur irgendwie hin und her bewegen. Also schauen wir uns das an. Gestern hat Elena im Turmspringen eine Medaille gewonnen. Gestern hat im Turmspringen Elena eine Medaille gewonnen. Wir schieben hier so hin und her, dass dieser Test uns sagt, dass wahrscheinlich Elena im Turmspringen und eine Medaille Konstituenten sind, weil wir sie gegeneinander so umstellen können. Und dann kann man sowas machen wie gestern hat im Turmspringen eine Medaille Elena gewonnen. Und dann sehen Sie schon, wir können zwar einiges umstellen, aber das klingt dann auch manchmal ein bisschen komisch. Da braucht man dann vielleicht einen ganz bestimmten Kontext oder so, damit man diesen Satz so äußern kann. Auf jeden Fall können wir die Elemente auch ohne sie ganz nach vorne an den Satzanfang zu stellen im Deutschen sehr frei umstellen. Und wenn das geht, sind die umgestellten Konstituenten eben auch, ja, Konstituenten. Zum Schluss jetzt der Koordinationstest. Mit dem finden Sie so ziemlich alle Konstituenten. Sie finden aber auch eine ganze Menge Zeug, was normalerweise Menschen, die sich mit deutscher Syntax beschäftigen, nicht als Konstituenten behandeln wollen. Nehmen wir an, wir haben sowas wie, wir essen einen Kuchen. Ich kann einen Kuchen nehmen und dann ein Wort wie und hinzufügen und dann eben eine andere, ja, Konstituente, ein Eis, wir essen einen Kuchen und ein Eis. Und in dem Moment wissen wir, dass einen Kuchen, ein Eis und das gesamte einen Kuchen und ein Eis Konstituenten sind. Das sagt uns dieser Test. Wir essen einen Kuchen und lesen ein Buch. Das heißt, nach diesem Test essen einen Kuchen und lesen ein Buch sind Konstituenten. Das gesamte mit den beiden Teilkonstituenten und dem Und dazwischen ist auch eine. Sarah hat versucht, einen Kuchen zu backen. Sarah hat versucht, einen Kuchen zu backen und heimlich das Eis aufzuessen. Dieselbe Logik, das sind alles Konstituenten. Wir sehen, dass die Sonne scheint. Wir sehen, dass die Sonne scheint und Mausi den Rasen mäht. Also die Sonne scheint, Mausi den Rasen mäht. Sowie das Ganze, die Sonne scheint und Mausi den Rasen mäht, sind Konstituenten. Der Test basiert darauf, dass das, was diese Konjunktionen machen, sehr flexibel ist. Die können alles Mögliche koordinieren. Davor und danach muss einfach nur etwas von derselben Art stehen und dann kann man es mit und oder verbinden. Und das führt dazu, dass dieser Test eigentlich viel zu flexibel ist. Der Kellner notiert, dass meine Kollegin einen Salat möchte. Daraus können wir machen. Der Kellner notiert, dass meine Kollegin einen Salat und mein Kollege einen Sojaburger möchte. Oder möchten. Das können Sie dann gerne diskutieren. Sie werden jetzt vielleicht sagen, na gut, dann sind das eben Konstituenten. Meine Kollegin einen Salat. Die allermeisten Menschen, die sich mit deutscher Syntax beschäftigen, werden Ihnen sagen, oh, das wollen wir lieber nicht. Dann fällt uns die gesamte Syntax irgendwie auseinander. Das heißt, wir müssen den Test sehr kritisch, alle diese Tests sehr kritisch sehen und uns immer überlegen, ob das, was uns die Tests sagen, am Ende, wenn wir unsere Grammatik dann, unsere Syntax geschrieben haben, ob das auch alles noch aufgeht. Also wenn Sie mich fragen, sind das keine Konstituenten. Ich habe eben bereits den Begriff des Satzgliedes erwähnt. Und das ist ja vor allem so ein schulgrammatischer Begriff. Wir schauen einfach mal, was sollen Satzglieder sein? Dazu betrachten wir einen Unterschied zwischen Sätzen. Sarah riecht den Kuchen mit ihrer Nase. Wenn wir den Vorfeldtest durchführen, können wir mit ihrer Nase in das Vorfeld stellen, an den Satzanfang vor das finite Verb. Mit ihrer Nase riecht Sarah den Kuchen. Okay, wunderbar, funktioniert. Sarah riecht den Kuchen mit ihrer Nase und trotz des Durchzugs. Okay, der Koordinationstest funktioniert auch. Wenn wir jetzt
sowas haben wie Sarah riecht den Kuchen mit der Sahne, dann funktioniert der Vorfeldtest nicht für mit der Sahne. Mit der Sahne riecht Sarah den Kuchen. Außer es gäbe eine Sahne, die beim Riechen hilft, aber nee. Sie sehen schon, das funktioniert nicht. Das heißt, sieht zwar ähnlich aus, funktioniert aber nicht. Koordinieren können wir aber mit der Sahne. Sarah riecht den Kuchen mit der Sahne und mit den leckeren Rosinen oder sowas. Je nachdem, was für einen Kuchen sie gerade mögen. Koordinieren kann ich diese beiden Dinge hier. Das heißt, es scheinbar ist mit der Sahne eine Konstituente. Ja, aber ich kann sie nicht ins Vorfeld stellen. Das heißt, ich bekäme eigentlich jetzt zwei verschiedene Analysen. Sarah riecht den Kuchen mit ihrer Nase. Das ist ein Satz. Der besteht aus Sarah riecht den Kuchen mit ihrer Nase. Und die Idee ist, dass das mit der anderen Phrase hier, mit der anderen Konstituente, nicht funktioniert, weil die in einer anderen Konstituente drinsteckt. Sarah riecht ja den Kuchen mit der Sahne. Müssten wir überlegen, was das für eine Konstituente ist. Da kommen wir noch ausführlich zu. Keine Sorge, das ist jetzt nur vorläufig. Die Struktur sieht auch am Ende anders aus. Das ist nur vorläufig zur Illustration. Naja, mit der Sahne steckt irgendwo drin. Und das können Sie sich ja auch von der Semantik her überlegen. Es ist ja der Kuchen mit der Sahne. Das gehört ja zusammen. Die Sahne gehört zum Kuchen und eben nicht zum Riechen. Aber wenn sie den Kuchen mit ihrer Nase riecht, na, dann gehört die Nase zum Riechen und nicht zum Kuchen. Nur diese, die ich hier nach vorne stellen kann und die nicht in einer anderen Konstituente versteckt sind sozusagen, das sollen die Satzglieder sein. Und so wird das in der Schulliteratur auch durchaus eingeführt. Wenn du einen Satzteil an den Satzanfang stellen kannst und so weiter, dann ist es ein Satzglied. Die Frage ist, ob das funktioniert und ob das wirklich so einfach ist. Kaufen können möchte Alma die Wolldecke. Das geht. Der Satz ist völlig in Ordnung. Da steht im sogenannten Vorfeld kaufen können. Und jetzt überlegen Sie mal, ob in Ihrer Schulzeit kaufen können ein Satzglied gewesen wäre. Also in meiner nicht. Scheint aber der Test anzudeuten, dass das ein Satzglied ist. Über Syntax hat Sarah sich ein Buch ausgeliehen. Das geht irgendwie auch, da manche sagen, oh, das ist aber stilistisch nicht gut oder so. Es geht aber. Und in der Schule würde man über Syntax eigentlich nicht als Satzglied bezeichnen wollen. Naja, und in vielen Syntax-Modellen eigentlich auch nicht, weil natürlich das ist so ähnlich wie der Kuchen mit der Sahne. Es ist ja ein Buch über Syntax. Warum geht denn das? Das heißt, es scheint Schwierigkeiten zu geben mit dem Begriff des Satzgliedes. Ich sage Ihnen jetzt einfach, dass das hier Fälle sind, wo der Test auf Satzgliedstatus funktioniert, aber man will das eigentlich nicht. Und dann kann man mal überlegen, wozu wir den Begriff des Satzglieds überhaupt brauchen. Und in der Linguistik, zumindest in meiner Art Linguistik, ist dieser Begriff kaum von Interesse. Das ist sowas aus der Schule. Ein bisschen kommt mir das vor, als wäre es einfach ein Sammelbegriff für Objekte, vielleicht noch Subjekte und adverbiale Bestimmungen. Ja, aber wozu? Also das sind zwei oder drei völlig unterschiedliche Arten von Konstituenten. Warum brauche ich da diesen Sammelbegriff? Die Vorfeldfähigkeit selber, das wäre ja zirkulär, wenn ich sagen würde, naja, die Satzglieder, die muss ich deshalb definieren, weil das die vorfeldfähigen Konstituenten des Satzes sind. Ja, aber dann kann ich einfach sagen, es sind die vorfeldfähigen Konstituenten des Satzes. Dann brauche ich den Begriff Satzglied nicht, beziehungsweise seine Definition wird zirkulär. Ich könnte sagen, naja gut, der Begriff Satzglied hilft uns, Sätze zu desambiguieren, also eindeutig interpretieren zu können, indem wir eben unterscheiden können zwischen riecht den Kuchen mit der Sahne und riecht den Kuchen mit ihrer Nase. Ja, aber dabei brauche ich den Begriff Satzglied nicht. Da reicht mir zur Not der Test und der illustriert, was eigentlich der Fall ist, nämlich manche Konstituenten sind in anderen Konstituenten, ich sag mal, versteckt. Da brauche ich auch den Satzgliedbegriff nicht. Jetzt habe ich gerade eben den Begriff Ambiguität erwähnt. Ambiguität heißt ja erstmal nichts anderes als Doppeldeutigkeit. In der Syntax reden wir vor allem über strukturelle Ambiguitäten und das schauen wir uns jetzt mal an. Man illustriert das typischerweise mit solchen Sätzen, das Phänomen.
Scully sieht den Außerirdischen mit dem Teleskop. Dieser Satz ist doppeldeutig. Der ist ambig, der hat zwei verschiedene Bedeutungen, weil er zwei verschiedene Analysen hat, syntaktische Analysen. Jetzt erinnere ich Sie ganz kurz daran, was Kompositionalität war. Das Kompositionalitätsprinzip besagt, dass die syntaktische Struktur eines Satzes die Basis ist für seine Interpretation, also für die Entschlüsselung der Semantik. Das gilt vor allem für Sätze, aber auch für andere kleinere syntaktische Einheiten. Und hier haben wir bei diesem Satz tatsächlich zwei verschiedene syntaktische Analysen, die mit einer anderen Bedeutung jeweils einhergehen. Nämlich, Scully sieht den Außerirdischen mit dem Teleskop. Zwei unabhängige Konstituenten, die beide vorfeldfähig sind. Mit dem Teleskop sieht Scully den Außerirdischen sieht Scully mit dem Teleskop. Okay, beide sind vorfeldfähig. Den Außerirdischen mit dem Teleskop. Die andere syntaktische Interpretation sieht so aus, dass den Außerirdischen mit dem Teleskop eine Konstituente bildet. In dem Moment ist mit dem Teleskop versteckt in dieser Konstituente, wie ich das ganz salopp in dieser Vorlesung nenne. Das heißt, wir haben einen großen Ausdruck, der im Ganzen dann vorfeldfähig ist. Den Außerirdischen mit dem Teleskop sieht Scully. Und Sie sehen schon, worauf das hinausläuft. In dem einen Fall hat Scully das Teleskop als Hilfsmittel, und das ist der erste Fall hier. Und in dem anderen ist das ein Außerirdischer, der ein Teleskop dabei hat, und Scully sieht ihn, ob nun mit oder ohne Teleskop, da sagt uns dieser Satz nichts drüber. Hier haben wir eben einen Fall von struktureller Ambiguität. Es gibt zwei verschiedene syntaktische Analysen dieses Satzes und die führen jeweils eben auch zu unterschiedlichen Bedeutungen. Und damit kommen wir abschließend zu dem Repräsentationsformat, das wir in den nächsten Wochen hier in dieser Vorlesung verwenden werden. Das ist speziell in meinem Buch so gewählt worden. Das ist keine allgemeine Art der Darstellung, aber ich glaube, es ist eine ganz kompakte und übersichtliche. Es sind die sogenannten Phrasenschemata. Und erinnern Sie sich daran, Grammatikalität heißt, eine Struktur, ein Wort, ein Satz, eine Phrase, eine Konstituente einer größeren Struktur ist konform zu einer spezifischen Grammatik. Strukturen, für die die Grammatik, in unserem Fall eine, die wir hier jetzt aufschreiben, auf Folien, im Buch und so weiter, Strukturen, die eben gemäß dieser Grammatik keine Struktur zugewiesen bekommen, sind ungrammatisch. Phrasenschemata, das ist jetzt hier die Art, wie Baupläne angegeben werden für zulässige Strukturen des Deutschen. Am Ende hoffen wir, dass wir für alle oder sehr, sehr viele Strukturen des Deutschen solche Baupläne haben, mit denen wir sagen können, okay, dieser Satz und dieser Satz und dieser Satz, die akzeptieren wir alle als Deutsch. Naja, und es gibt eine Beschreibung in der Grammatik für diese Sätze, für die Strukturen, die syntaktischen, die in diesen Sätzen vorkommen. Und genau dafür brauchen wir diese Baupläne. Und man benutzt in der Syntax, weil Syntax relativ komplexe Strukturen aufbaut, im Vergleich zur Morphologie zum Beispiel, typischerweise solche Baumdiagramme, wie wir sie jetzt schon gesehen haben, die habe ich einfach so nebenher eingeführt. Und diese Phrasenschemata sagen, naja, eine bestimmte Art von Baum ist zulässig. Und das heißt, wenn ich eine konkrete Analyse machen will, brauche ich für jede Teilstruktur, die ich da analysiere, ein Phrasenschema, was mir sagt, naja, diese Analyse von, weiß ich nicht, die Birne oder sowas ist zulässig. Und dann habe ich sowas hier. Das ist jetzt auch noch vorläufig. Das sind nicht exakt die Strukturen, wie wir sie am Ende wirklich annehmen werden. Aber nehmen wir an, ich hätte ein Phrasenschema, das so aussieht. Das sagt uns, eine NP besteht aus einem nominalen Kopf. Das ist so grau hinterlegt, weil es der Kopf ist. Und der muss auch immer da sein. Der Kopf muss immer da sein. Dann kann davor stehen ein Adjektiv, wenn ein Element eingekreist ist mit so einer gestrichelten Linie. Dann heißt es, es ist optional. Da kann ein Adjektiv stehen oder keins oder mehrere. Und davor muss
nach diesem Schema. Wir werden sehen, Nominalphrasen sehen eigentlich anders aus, aber das ist jetzt hier einfach nur zur Illustration. Davor müssen Artikel oder Pronomina stehen. Ja, wenn die so untereinander stehen, heißt das, kann ein Artikel sein, kann ein Pronomen sein. Und dieses Schema sagt uns, dass bestimmte Strukturen möglich sind im Deutschen. Und wenn ich dann eine konkrete Kette von Wörtern habe, ein leckerer geräucherter Tofu, und ich mache eine Wortklassenbestimmung, Artikel, Adjektiv, Adjektiv, Substantiv, warum hier N steht und nicht Subst oder sowas, darauf kommen wir noch, dann sagt mir dieses Schema hier, es gibt eine Analyse für diese Kette von Wörtern, weil ein Artikel ist, leckerer und geräucherter sind Adjektive. Wir wissen, nach dem Artikel oder Pronomen können Adjektive stehen, 1, 2, 3 oder eben 0 können, müssen nicht. Hier stehen halt 2 und dann kommt ein Substantiv, das ist der Kopf dieser NP. Und damit erlaubt uns dieses Schema diese Analyse. Und so funktionieren eigentlich alle formalen Syntaxtheorien, nur dass sie nicht solche Schemata benutzen, sondern andere, meistens etwas komplexere Formate. Und das ist etwas, was viele aus den Augen verlieren und was dann auch in Klausuren zum Beispiel dazu führt, dass Analysen abgeliefert werden, die man ganz einfach verhindern hätte können, also die Fehler hätte man verhindern können. Denn wenn Sie dann Bäume zeichnen, müssen Sie sich bei jedem Knoten, bei jeder Teilstruktur, die Sie da analysieren, indem Sie diesen Baum zeichnen, überlegen, na Moment, ist das jetzt durch irgendein Schema abgedeckt, durch irgendeinen Bauplan? Die Grammatik muss alle Baupläne spezifizieren, die möglich sind. Ja, und wenn sie das nicht getan hat, die Grammatik, dann ist relativ zu dieser Grammatik eine Struktur nicht grammatisch. Sie sehen dann in den nächsten Wochen, wie das konkret funktioniert und dass das eigentlich gar nicht so schwer ist. Nächste Woche geht es los mit den Nominalphrasen. Wir werden uns ganz konkret anschauen, wie Nominalphrasen wirklich aufgebaut sind. Das gerade eben auf der letzten Folie war eine grobe Vereinfachung. Nominalphrasen sind relativ oder können sehr komplex sein im Deutschen und sind eine sehr flexible Struktur, die ich persönlich sehr faszinierend finde. Und deswegen hoffe ich, dass Sie dann wieder dabei sind. Bis zum nächsten Mal. Vielen Dank.